Machen dich volatile Phasen, in denen die Kurse wild hin und her springen, nervös? Ich würde lügen, wenn ich sage, das ist nicht so. Natürlich, und da ich ja auch aus der Trader-Ecke komme, machen mich volatile Märkte nach wie vor auch nervös. Aber wenn ich meinen Trader-Hut absetze und den Investoren-Hut aufsetze, dann ist es halt so, dass ich sage, was ist Volatilität? Volatilität ist nichts anderes als der Ausdruck von Massenpsychologie, wo Menschen euphorisch oder panisch werden. Die einen schmeißen alle Aktien weg, die sie plötzlich nicht mehr haben wollen, und irgendjemand kauft die dann. Volatilität sorgt dann dafür, dass die Kurse zappeln, dass vieles auch im Sonderangebot ist, was früher viel zu teuer war. Und als Investor warte ich auf solche Phasen, wo ich dann sage, jetzt kannst du günstiger an die gleichen Aktien kommen, die du eigentlich schon vor 2 Jahren kaufen wolltest. Nur heute kriegst du fürs gleiche Geld viel mehr davon. Das ist also das, wo ich sage, als Trader würde ich immer wieder nervös werden. Als Investor gucke ich natürlich auch lieber auf steigende als auf fallende Börsen, weil einfach auch in einem Aktiendepot natürlich dann ein Drawdown entsteht. Aber auf der anderen Seite, wenn man denn flüssig ist, kann man eben in solchen volatilen Phasen sehr günstig sehr viele Aktien kaufen. Und deswegen mag ich dann wieder fallende Märkte und volatile Märkte.